Mein Name ist Michael Mörtel. Ich bin bei uns im Haus verantwortlich für Business Development und bin schon gefühlt eine Ewigkeit bei Adobe. Es werden jetzt irgendwie 15 Jahre. Was werde ich Ihnen heute zeigen? Wir haben vor 2 Wochen auf der NAB die Neuerungen der Creative Cloud vorgestellt, was die Videoprodukte beinhaltet. Was etwas später im Jahr, so ist die offizielle Aussage, also im Sommer diesen Jahres wird diese neue Version kommen. Die Leute, die ein Abo haben, kriegen automatisch eine Info, dass es ein Update gibt und das kann man halt eben entsprechend runterladen und dann nutzen. Mit den Versionen, die ich heute benutze, es ist eine Beta-Version oder alles, die ich verwende, sind Beta-Versionen. Ich wollte erst die deutsche installieren, die ist aber noch nicht so weit. Ich arbeite mit der englischen Version. Zeigen werde ich heute 4 Produkte, wenn es sich zeitlich ausgeht. Ich starte mit Premiere Pro, weil ich glaube, dass das das Produkt ist, was die meisten interessiert. Dann nutze ich dann auch die meiste Zeit. Dann zeige ich Audition, unser Audiobearbeitungstool. Dann werde ich zu After Effects gehen. Da gibt es nicht ganz so viel zu zeigen. Komme ich dann, wenn wir soweit sind, drauf. Und wenn es sich am Ende noch ausgeht, dann habe ich noch ein Produkt, das nennt sich Character Animator. Ist Bestandteil von After Effects und ist in einer Preview Version 4 verfügbar. Das heißt also, es ist noch kein finales Produkt, es ist ein bisschen experimentell, funktioniert aber schon recht gut. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere vom letzten Jahr noch daran. Und ansonsten zeige ich die Sachen am Arbeitsplatz. Gut, dann würde ich sagen, starten wir. Bild haben wir hier. Ich starte mit Premiere Pro. In Premiere Pro gibt es eine wirklich ganz, ganz große Neuerung. Das Thema heißt Proxy. Proxy-Workflow innerhalb von Premiere Pro. Das ist nicht so, wie man das von früher kennt, von vor 8 Jahren, wann kam HDV raus oder so ähnlich, also 10 Jahre, ich weiß gar nicht mehr, dass man einfach sagt, man hat ein hoch aufgelöstes Videomaterial und ein niedrig aufgelöstes Videomaterial. Man arbeitet mit dem niedrig aufgelösten auf einem Rechner, weil der das einfach nicht in Echtzeit abspielen kann, das hoch aufgelöste. Und irgendwann mache ich eine neue Timeline, kopiere alles rein, mache ein Reconform und mache quasi ein Online und referenziere auf das hoch aufgelöste Material. Unser Workflow ist gleichzeitig ein komplettes Media-Management und das zeige ich. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr mit nativen Materialien arbeiten. Das heißt also, wenn Sie Kameras haben von RED, 5K, 8K, 4K, Ultra HD, High Dynamic Range, hat Michael vorhin angesprochen, haben wir letztes Jahr schon eingeführt, geht alles nativ mit Premiere Pro. Das Problem ist nur, die Dateien werden immer größer, die Auflösungen werden immer größer und die Rechner, mit denen man arbeitet, wie so ein MacBook zum Beispiel, werden immer kleiner. Und irgendwo muss man halt einen Kompromiss finden. Das heißt, wir arbeiten nach wie vor nativ mit den Materialien. Wenn sich's aber anbietet, wenn mein Rechner nicht schnell genug ist oder wenn ich einen bestimmten Workflow einsetzen möchte, dass ich mit 2, 3 verschiedenen Rechnern arbeite, einer ist vielleicht unterwegs, ein Surface Pro, Microsoft, relativ schwaches Gerät. In meinem Büro, in meinem Studio habe ich eine richtig Power-Maschine, dann kann ich da einen sehr, sehr guten Proxy-Workflow aufziehen. Dann zeige ich Ihnen mal, wie das funktioniert. So, schauen wir uns die Einstellungen in Premiere Pro an und gehen hier mal in die Projekteinstellungen und hier sehen Sie, gibt es einen neuen Eintrag. Ich zoome hier mal ein bisschen ran. Neben dem generellen Eintrag und die Aufteilung, wo welche Materialien gespeichert werden, gibt es einen sogenannten Ingest-Eintrag und den klicke ich mal an. Und dann bekomme ich hier dieses Dialogfeld, zoome auch mal ein bisschen rein. Und dieser Reiter, der letzte, ist eben neu Ingest-Settings. Was ich festlegen kann ist, sobald ich Material in Premiere Pro reinkopiere, kann ich festlegen, soll ein Ingest gemacht werden. In der Vergangenheit war es ja immer so, wenn Sie Material in Premiere Pro ins Projekt gezogen haben, dann wurde nur referenziert auf die Datei, die irgendwo liegt. Das könnte jetzt theoretisch eine Kamera sein oder eine Speicherkarte, die an Ihr Gerät dran ist oder Netzwerk, Laufwerk oder Ihr eigener Rechner oder eine Festplatte, die angeschlossen ist. Wurde immer nur referenziert. Wenn diese Speicherkarte, das Netzwerk oder was auch immer offline war, Sie es rausgezogen haben, war das Material auch weg, weil nichts von A nach B kopiert worden ist. Ingest sagt, ich weiß jetzt nicht genau, wie das übersetzt wird, ich glaube, das heißt dann einlesen oder so auf Deutsch. Ingest heißt, es wird tatsächlich Material kopiert, von A nach B. So, es gibt unterschiedliche Optionen. Entweder kopiere ich einfach nur mein Material, zum Beispiel, ich hänge meine Kamera ran und sage, das soll von der Kamera irgendwohin kopiert werden, dann wird erstmal das Material nativ, so wie es ist, von A nach B kopiert. Zweite Option wäre, das Material zu transkodieren. Wenn ich Material, was ich von irgendwo her habe, in ein anderes Format haben möchte. Viele Fernsehsender haben ein sogenanntes Hausformat
Und alles, was erstmal in der Netzwerk reinkommt, muss in ein bestimmtes Format umgewandelt werden, wäre hier möglich. Die dritte Option wäre hier Create Proxy. Das heißt, dort wird ein niedrig aufgelöstes Material produziert, transkodiert. Plus am Ende des Namens gibt es einen Unterstrich Proxy. Das heißt, es kommt überall mit dazu und damit funktioniert das Media Asset Management System in Premiere Pro. Das heißt, damit verwaltet Premiere Pro das hochaufgelöste Material mit dem Proxy-Material. Zeige ich dann gleich, wie das funktioniert. Und die letzte Option, die wir hier haben, ist, ich kopiere das Material 1:1, wie es ist, und generiere zusätzlich Proxy-Material. So, und wenn ich eins von beiden anwähle, nehmen wir vielleicht mal das letzte hier unten, dann haben wir die ganzen Optionen frei. Sobald ich jetzt Material in Premiere Pro einlese, startet im Hintergrund der Adobe Media Encoder. Ich kann mit Premiere Pro, während encodiert wird, während kopiert wird, sofort mit dem Material arbeiten. Das heißt, wenn Sie theoretisch Ihre Speicherkarte von der Kamera dort ranhängen und Sie möchten die Speicherkarte leeren und Sie können sofort in Premiere Pro schneiden und Premiere Pro erkennt automatisch, wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, schaltet er von Ihrer Speicherkarte von der Kamera um auf Ihr Material dort, wo Sie es hingespeichert haben. So, Sie haben hier unterschiedliche Presets, die Sie anwenden können. Da haben wir jetzt mal eine gewisse Anzahl hier abgelegt. Ob das die finalen sind, am Ende weiß ich nicht genau. Vielleicht kommen da noch mal ein paar mit dazu. Was ich immer ganz spannend finde, ist GoPro Cineform, weil es ein Material ist, was erstens mal sehr gute Qualität liefert. Es ist ein sogenannter Wavelet-Codec, das heißt, der nimmt jedes Vollbild auf. Das heißt, der Prozessor ist nicht so belastet, weil er Gruppenbilder auflösen muss. Und es ist kompatibel zwischen Windows und Mac. Das finde ich immer ein ganz spannendes Format. So, Sie haben aber auch die Möglichkeit, Presets hinzuzufügen. Das heißt, wenn Sie ein eigenes Preset gestaltet haben oder von irgendjemand ein Preset bekommen, sagen Sie einfach Preset hinzufügen. Ich glaube, ich habe sogar hier oben, in dem Fall nicht. Ich habe mal eins hinzugefügt, das habe ich wieder rausgenommen. Das würde hier bei den Presets erscheinen. Dann legen Sie fest, wo das Ganze abgespeichert werden soll. Also einmal das Hauptmaterial, was einfach nur kopiert wird. Das könnten Sie jetzt dort abspeichern, wo Ihr Projekt ist, auf Ihrem Rechner, in Ihrem Netzwerk, wo auch immer. Und dann legen Sie fest, wo die Proxys abgelegt werden sollen. Und da habe ich vorhin erzählt, wenn Sie zum Beispiel mit mehreren Geräten arbeiten, wenn Sie unterwegs sind und Sie haben vielleicht ein schwaches MacBook oder ein Surface-Book von Microsoft, dann haben Sie die Möglichkeit, Sie könnten das Proxy-Material zum Beispiel entweder in einem Creative Cloud-Ordner ablegen oder in irgendeinem Cloud-Ordner, den Sie verwenden, Dropbox oder was auch immer Sie da an Speichermaterial verwenden. Sie könnten das Projekt ebenfalls dort abspeichern, dann haben Sie die Möglichkeit, mit einem Surface Book oder mit einem schwachen Notebook unterwegs zu schneiden auf Ihrem Proxy-Material. Sie speichern Ihr Projekt ab, klappen den Rechner zu, gehen an Ihren anderen Rechner im Studio, klappen den Rechner auf, machen das gleiche Projekt auf und können mit dem hochaufgelösten Material arbeiten. Das heißt, Sie haben den Schnitt, den Sie vorher gemacht haben auf Proxy, automatisch in Premiere Pro. Das wird sich anbieten, wenn Sie entweder mit Creative Cloud Ordner arbeiten oder mit irgendeinem anderen Cloud-Speicher oder mit irgendeinem Speicher, auf dem Sie von unterwegs Zugriff haben. Es gibt ja genug Unternehmen, die da entsprechend Speicher anbieten. So, also wenn ich jetzt hier diesen Haken setzen würde, dann würde alles, was ich in Premiere Pro in mein Projekt reinlege, mit diesen Vorgaben kopiert, transkodiert und dort abgelegt. Mach das wieder raus. Zoom hier noch mal ein bisschen raus. Dann würde ich folgende Einstellungen vornehmen. Wenn Sie hier in Ihrem Projektfenster sind, haben Sie hier einen Reiter und gehen hier in diese Metadaten anzeigen. Und auch das mache ich hier noch mal ein kleines bisschen größer, dann glaube ich, kann man das ein bisschen besser erkennen. Gleich in den ersten Einstellungen Premiere Pro Metadaten, wenn Sie da relativ weit runter scrollen, haben Sie hier eine Option, das ist standardmäßig nicht aktiviert, den Videocodec anzuzeigen und ein Proxy anzuzeigen. Das würde ich anwählen, dann habe ich immer ein ganz gutes Gefühl und Überblick, wie ich denn arbeite. Sag, okay, ich habe das aktiviert, zoom hier noch mal raus. Dann landet diese beiden Einträge, landen wahrscheinlich, gehen wir hier in Vollbildmodus, irgendwo ganz rechts hinten. Dann können Sie die halt eben entsprechend diese Spalten verschieben. Das kennen Sie wahrscheinlich alle. Und ich habe die nach vorne geschoben. So, das heißt, ich habe jetzt hier eine Anzeige bei der Sequenz, dass ich hier die Möglichkeit habe, mit Proxys zu arbeiten. Die kann ich entweder einstellen hier über die Settings, Media, Enable Proxies, reinzoomen,
Wenn ich das deaktiviere und Premiere Pro, dann verschwindet entsprechend dieser Proxy-Eintrag hier. Jetzt arbeite ich nicht mit Proxy. Das finde ich immer ganz gut, wenn man das hier machen kann. Ich finde es aber viel praktischer, wenn man hier in diesen Schaltflächen-Editor reingeht vom Programmmonitor. Das gleiche funktioniert auch im Quellmonitor. Da haben wir eine Schaltfläche hinzugefügt. Das ist dieses Proxy-Einschalten-Ausschalten. Ich ziehe das einfach nur herunter, sage okay. Dann kann ich das auch ganz einfach hier machen. Gehe auch mal hier rein, dann ist es so blau hinterlegt. Dann weiß ich, jetzt habe ich Proxys eingeschaltet. Wenn ich auch hier wieder kurz weggehe und wieder hergehe, dann sieht man, dass es heißt, Proxys sind aktiviert. So, wenn ich das Ganze jetzt hier abspiele, dann kann man erkennen, ich habe mal Proxys gestaltet. Das sieht man, glaube ich, ein kleines bisschen besser, wenn ich hier auf einen dunklen Bereich gehe. Da habe ich so ein Wasserzeichen mit dazu genommen, so ein Adobe-Logo und drunter Proxy geschrieben, dass man erkennen kann, das ist ein Proxy. Wäre zum Beispiel auch ein kleines Rights-Management-System. Wenn Sie mit Freiberuflern arbeiten und Sie wollen denen nicht das hoch aufgelöste Material zum Schnitt geben, dann können Sie Proxys produzieren, Wasserzeichen drauf machen, der kann das komplette Projekt fertig machen, einschließlich Farbkorrekturen, Titel, alles schneiden. Und wenn Sie das Projekt zurückbekommen, schalten Sie einfach nur hier über diese Schaltfläche um, dann verschwindet Proxy und jetzt arbeite ich mit 5K-Material von dem Red hier in meiner Timeline. Und das ist wirklich, was ich meinte, wir haben den kompletten Proxy-Workflow integriert, was einschließlich Media-Asset-Management-System ist. Das ist nicht, man muss wieder reconformen und wieder zuweisen und so weiter. So, wenn ich mit den Materialien arbeite, wenn ich schon Proxy-Materialien habe und nicht den Media-Encoder benutzen möchte, um diese Proxys zu produzieren, gibt genug Firmen, die das haben, habe ich auch die Möglichkeit, hier reinzugehen. Ich gucke mir das mal an. Hier dieses Epic 5K-Material, das ist das, mit dem ich gearbeitet habe. Und der sagt da zum Beispiel, hier ist ein Proxy attached, in Englisch angefügt, wahrscheinlich in Deutsch. Ich habe auch die Möglichkeit, wenn das nicht so wäre, aber ich weiß, es gibt schon Proxy für dieses Material, gehe ich mit der rechten Maustaste hier drauf. Dann gibt es einen Menüeintrag, der nennt sich Proxy. Habe entweder über die Möglichkeit die Chance, einen Proxy zu generieren oder einen Proxy hinzuzufügen. Das heißt also, wenn ich schon Proxys habe, kann ich das Ganze hier hinzufügen. Das war zum Thema Proxy. Schauen wir ein bisschen weiter. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Wir haben ein Service, die Creative Cloud ist ja eigentlich ein Produktname für ein Produkt, was nicht in der Cloud läuft. Das heißt also, wie Sie sehen, läuft Premiere Pro hier auf meinem Desktop-Rechner. Trotzdem gibt es sogenannte Services, Cloud-Services. Und ein Cloud-Service, der relativ neu bei Adobe ist, ist Stock, Adobe Stock. Das ist ein Material, wo Sie Bilder, Grafiken, Vektorgrafiken, Videos bis hoch zu 4K runterladen können, wenn Sie das für Ihr Projekt brauchen. Ich zeige Ihnen mal, wie das auf der Webseite aussieht. Das ist jetzt grundsätzlich auch nichts Neues. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Anbieter von sogenannten Stock-Materialien. Nur wir haben Adobe Stock in unsere Produkte integriert und das zeige ich dann gleich. Das heißt, man könnte hier über die Webseite stock.adobe.com oder .de nach Material suchen. Ich habe hier die Möglichkeit, meine Suche etwas einzugliedern, zu filtern. Möchte ich Bilder sehen, möchte ich nur Videos sehen, Illustrationen, Vektorgrafiken und so weiter. Klicke auf Los und dann kriege ich eine Anzahl von Materialien, so der Internetgott mitspielt. Ich glaube, die Bandbreite ist relativ gering hier. Dann kriege ich Material angezeigt, was zu meinem Suchkriterium passt und habe verschiedene Optionen. Das heißt, wenn ich hier mit einer Maus drüber gehe über die Bilder, sehe ich eine Vorschau. Ich habe hier unterschiedliche Optionen. Ich kann entweder über dieses Einkaufswagen, glaube ich, soll es darstellen, sagen, ich kaufe das Material, habe unterschiedliche Möglichkeiten, das abzulegen. Ich kann das in einer Bibliothek, die bei mir in der Creative Cloud gespeichert ist, ablegen oder ich kann es auf meinem Computer speichern. Wenn ich mir aber nicht sicher bin, ob ich dieses Material brauche oder weil ich es für einen Test für mein Video brauche, habe ich auch die Möglichkeit, eine Vorschau runterzuladen. Kostet erstmal nichts. Ich lade eine Vorschau runter, verwende die in meinem Projekt. Das funktioniert in Photoshop, das funktioniert in Premiere, in After Effects. Ich kann damit komplett arbeiten, ich kann In- und Out-Punkte setzen, kann also quasi
schneiden, ich kann Farbkorrekturen vornehmen und dann kann ich einfach, wenn ich sage, das ist das Material, was ich tatsächlich möchte, dann kann ich es lizenzieren, mein Stockmaterial, und dann wird es eins zu eins ausgetauscht. Und das ist der Unterschied zu den anderen Anbietern. Wenn ich sowas über einen anderen Anbieter mache, dann würde ich ein Wasserzeichen-Datei runterladen, würde das verwenden, würde Farbkorrekturen vornehmen, was auch immer für Effekte anwenden. Wenn ich dann irgendwann festgestellt habe oder mein Kunde sagt, ja, genau, das ist das richtige Material, dann gehe ich mal wieder auf die Suche, wo habe ich denn das eigentlich her von den 15 Anbietern, mit denen ich normalerweise zusammenarbeite, lade das normale Material wieder runter, lizenziere das, packe das wieder in mein Projekt mit rein und kann die ganze Arbeit von vorne beginnen, wenn Effekte und so weiter schon angeführt sind. So, das ist die Webseite. Das Ganze funktioniert ja auch in Premiere Pro. Ich habe hier einen Reiter, der heißt Libraries. Und da habe ich unterschiedliche Bibliotheken, so heißt es auf Deutsch, die ich angelegt habe. Das sind zum Teil meine eigenen Bibliotheken, zum Teil, wenn so ein zwei Mannequins davor sind, dann heißt es, dann ist das eine Bibliothek, an denen mehrere arbeiten. Die hat irgendein Kollege mir freigegeben und da packt er Material rein, ich Material rein. Wenn ich was reinpacke, zieht er das und umgekehrt. Und ansonsten sind es halt eben meine eigenen Materialien, die ich habe. Und hier habe ich die Möglichkeit, die gleiche Suche zu machen wie auf der Webseite. Rainforest 4K. Und wenn man richtig schreibt, Rainforest 4K, dann müsste es auch die gleichen Suchergebnisse geben. Und auch hier habe ich wieder die Filtermöglichkeit zu sagen, zeig mir Bilder an oder nur Videos. Und dann sehe ich das gleiche Material innerhalb von Premiere Pro, wie ich es auf der Webseite gesehen habe. Rechte Maustaste draufklicken und sagen Save Preview oder auch hier lizenzieren. Das heißt also, ich habe die Möglichkeit, Preview zu speichern oder entsprechend das Ganze zu lizenzieren in meiner Creative Cloud oder auf meinem Desktop. Wenn ich es dann vorliegen habe in meinem Material, ich habe das hier schon mal runtergeladen, mein Stockmaterial, dann kann ich das entsprechend hier verwenden und kann das einfach hier reinziehen. Ich sehe hier das Wasserzeichen, kann das skalieren, kann es für mein Projekt verwenden, kann In- und Out-Punkte setzen und kann es ganz, ganz schnell wieder austauschen. Das ist die Integration von Adobe Stock, das funktioniert in After Effects auch. Da zeige ich es dann nicht mehr, weil es im Endeffekt eine ähnliche Vorgehensweise ist wie in Premiere Pro. Also dieses Library Panel, das man hier oben sieht, gibt es in After Effects genauso. Gucken wir uns eine zweite Geschichte an. Und zwar, da gehen wir hier oben in der Schaltfläche, in der Benutzeroberfläche auf meine Farben. Wir haben letztes Jahr das Lumetri Color Panel eingeführt in Premiere Pro. Die Engine von SpeedGrid, unserem professionellen Color-Tool, mit einer Oberfläche, wie man es vielleicht von Lightroom kennt, um damit als Editor leichter damit zurechtzukommen. Das Ganze ist verbessert worden. Gucken wir uns mal zum Beispiel, ich zoome hier mal ein bisschen aus, diesen Clip hier an. Und zwar, was neu dazugekommen ist, ist eine sekundäre Farbkorrektur. Das heißt, ich kann bestimmte Teile aus dem Bild maskieren und kann die mit einer Farbkorrektur versehen. Ich klappe hier das Creative mal ein. Hier haben wir HSL Secondary, also die sekundäre Farbkorrektur. Das Ganze ist aufgeteilt. In dem oberen Bereich wähle ich eine Farbe aus, die ich verändern möchte. Und in dem unteren Bereich kann ich die Farbe dann entsprechend einstellen. Das heißt, ich möchte seine Farbe verwenden, seine Jacke austauschen. Ich klicke hier mal auf diese Farbe hier an. Dann habe ich die Möglichkeit, über diese Slider das entsprechend anzuwählen. Ich kann sagen, ich möchte gerne diese Jacke hier. Jetzt habe ich sein Sweatshirt noch mit dazu genommen. Ich kann übrigens die Maske auch komplett immer anzeigen lassen, dann verschwindet die nicht. Dann gehe ich hier ein bisschen rein, verfeinere das Ganze, lege vielleicht noch ein bisschen Unschärfe drauf, zeige mir das an und habe dann die Möglichkeit, kann ich jetzt noch ein bisschen verfeinern, aber Sie wissen, was ich meine, habe jetzt die Möglichkeit, entsprechend irgendwie Farben einzustellen, über das Farbrad, Shift-Taste gedrückt, gehen die Schritte größer. Nehmen wir blau, das ist offensichtlicher. So kann ich relativ, oder lila, so kann ich relativ schnell die Farben entsprechend verändern. So, und das Schöne ist, wenn ich weiß, dieses Material oder diese Jacke, der Typ kommt öfter in dem Film vor, klicke ich mit der rechten Maustaste hier drauf, sage kopieren, suche mir einen anderen Bereich, wie hier zum Beispiel, und sage rechte Maustaste Attribute hinzufügen. Dann kann ich auswählen, was alles kopiert werden soll. Sage okay, dann kriegt der entsprechend auch diese rot-orange Jacke, wird dann lila.
Und das funktioniert auch ganz gut. Zoom hier ein bisschen rein in so einem Bereich wie hier, wenn die Lichtverhältnisse komplett anders sind. Eventuell muss man da noch mal ein bisschen nacharbeiten, aber grundsätzlich kriegt man das Ganze auch hier entsprechend so angezeigt. Also, sekundäre Farbkorrektur ist neu innerhalb dieses Lumity Color Panels mit dazugekommen. Was ebenfalls mit dazugekommen ist, muss ich mal kurz die richtige Stelle suchen. Und zwar, wenn ich einen Weißabgleich hinzufügen möchte, wenn ich diese Secondaries wieder einklappe und gehe auf die Basiskorrektur, kann ich natürlich hier über Temperaturen und über Einfärben versuchen, den Weißabgleich so hinzubekommen, dass es passt. Oder, wie man es von Photoshop oder Lightroom kennt, die Pipette nehmen, natürlich einen Graubereich auswählen und somit habe ich einen Weißabgleich über eine Pipette und kann dann entsprechend auch hier nochmal das ein bisschen feinjustieren, vielleicht die Belichtung ein bisschen hochgehen, den Schwärzen ein bisschen runter, Helligkeit ein bisschen hoch, dann habe ich relativ schnell ein gutes Bild. Vorher, nachher. Das sind die Neuerungen innerhalb des Lumetri Color Panels, was dazugekommen ist. Letzte Version, die ich zeigen möchte, ist Virtual Reality, sprich 360-Grad-Videos. Das kennt man von YouTube. Ich kann mit der Maus in Bildern reinzoomen, in Videos und kann das entsprechend einstellen. Wie sehe ich das? Ich habe hier ein 360-Grad-Material, was von irgendeiner anderen Software zusammengestitcht worden ist, also die unterschiedlichen Kameraperspektiven. Und jetzt habe ich das da liegen wie so eine Tapete. Das ging vorher in Premiere Pro auch schon, nur so kann ich halt entsprechend nicht vernünftig schneiden. Jetzt habe ich die Möglichkeit, und da gehe ich auch nochmal in meinen Schaltflächeneditor, eine Schaltfläche, die nennt sich VR-Video, hier reinziehen. Und wenn ich jetzt hier umschalte auf VR, dann habe ich die Möglichkeit, in meinem Material in der horizontalen durchzuscrubben, in der vertikalen durchzuscrubben oder mit der Maus hier rein, so wie man es von YouTube kennt, und kann damit das Material richtig schneiden und muss mir nicht vorstellen, wie es eventuell aussieht. VR-Unterstützung innerhalb von Premiere Pro in der nächsten Version ist damit gegeben. Es gibt Drittanbieter-Plugins, wo ich jetzt auch eine Brille aufsetzen könnte, wo ich das Material tatsächlich, wie wenn es geschnitten wäre, fertig sehen würde. Dann kann ich halt im Premiere Pro nicht mehr schneiden, wenn ich mit der Brille da sitze. Aber ich habe im Premiere Pro über diesen VR-Monitor die Möglichkeit, das entsprechend anzusehen und zu schneiden. Wenn ich das Material ausgeben möchte, auch die Ausgabe ist VR-kompatibel. In dem Bereich Video habe ich die Möglichkeit, hier unten VR-Video anzuklicken. Dann bekommt mein Film, den ich ausgebe, hier entsprechend eine Info, was es für ein Material ist, mit dem ich arbeite. Und gleichzeitig werden Metadaten mitgeschrieben. Das heißt, wenn ich dieses Material auf YouTube hochlade, dann ist es ein VR-Video. YouTube versteht das Ganze. Und die Nutzer können, ähnlich wie ich das jetzt mit der Maus gezeigt habe, in dem Video durchscrollen. Das war Premiere Pro. Im Audiobereich Audition haben wir was Ähnliches gemacht wie in Premiere Pro mit dem Farbpanel, diesem Lumetri Panel. Da gibt es ein Essential Sound Panel, heißt es auf Englisch. Das heißt, dort versuchen wir Audiobearbeitung für Nicht-Audio-Engineers, Profis zugänglich zu machen. So, gucken wir uns hier mal eine Sequenz an innerhalb von Premiere Pro. Vielleicht schalten wir hier mal wieder von VR zurück auf eine normale Ansicht. Ich spiele es mal ganz kurz an. Ist so ein Unterricht. So, und ich möchte das Ganze jetzt in Audition bearbeiten. Da gehe ich auf Edit, Edit in Adobe Audition, die komplette Sequenz. Dann kann ich hier entsprechende Namen geben. Ich kann es irgendwo ablegen. Ich habe hier einen Temp-Ordner auf meinem Schreibtisch. Wähle das hier aus. Kann auswählen, ob ich die komplette Sequenz zu Audition schicken möchte, was mit dem Video passieren soll. Ich möchte es dynamisch reinlinken, das heißt, das Video wird nicht gerendert und ich sage okay, dann geht im Hintergrund Audition auf und bringt mir die komplette Sequenz, so wie sie in Premiere Pro war, in Audition rein. So, hier habe ich es in Audition, spiele es auch nochmal ganz kurz an. Das ist das gleiche wie in Premiere Pro. Hier Vorschau von Video, was live von Premiere hier in Audition reingestreamt wird. Und ansonsten habe ich die komplette Aufteilung, wie ich sie in Premiere Pro hatte, auch mit der Benamung der einzelnen Spuren. So, und hier auf der rechten Seite sieht man dieses Essential Sound Panel.
Die Vorgehensweise wäre dann folgendermaßen. Ich habe hier oben unseren Dialog und hier habe ich vier unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann Dialoge verbessern, ich kann Musik verbessern, ich kann Effekte verbessern oder Hintergrundgeräusche bearbeiten und verbessern. Wenn ich auf Dialog gehe, dann ist es ähnlich, wie Sie es vorher bei dem Lumity-Panel gesehen haben. Es gibt unterschiedliche Sachen, die ich aufklappen kann, wie hier Unified Loudness. Ich kann Dateien reparieren, wenn was falsch ist. Ich kann die Klarheit verbessern und das kann ich einfach nur mit Aufklappen und so weiter machen. Unified Loudness kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte gerne ein Automatch machen von allen Sachen, die ich hier angewendet habe. Dann wird das einmal kurz im Hintergrund analysiert und das Material auf eine gleiche Lautstärke gebracht. Auf welche Lautstärke, das kann man einstellen, zeige ich Ihnen dann auch gleich. Wenn ich ein Thema habe, dass irgendwie Geräusche mit drin sind, spielen wir halt einfach mal auch vielleicht sowas hier ab, hier hinten. Late 1960s. Und machen hier mein Solo. Dann habe ich die Möglichkeit, hier entsprechend Effekte zu aktivieren. Hier wird es wahrscheinlich relativ wenig Geräusch geben, was hier raus muss. Aber ich könnte das hier einstellen. Ich kann Brummen reduzieren. Ich kann diese S-Laute reduzieren, wenn sie vorkommen. Ich habe die Möglichkeit, die Klarheit der Stimme zu verändern. Es gibt verschiedene Presets, die ich anwenden kann. Gehe nochmal hier zurück und kann das entsprechend auswählen. Ich nehme hier Dynamics, die Beta braucht immer ein bisschen, und kann das jetzt hier hochfahren. Environmental sciences that studied the world we. Und was tatsächlich passiert ist, wenn ich mir hier diesen Effektebereich angucke und hier einen Doppelklick drauf mache, sehe ich, dass tatsächlich ein Effekt angewendet wird. Und mit einem Slider werden verschiedene Parameter bei diesem Effekt eingestellt. Das heißt, ich als Nicht-Audio-Profi kann einfach nur sagen, ich möchte etwas mehr Dynamik in der Stimme haben oder ich möchte etwas mehr Klarheit haben oder ich möchte meinen Equalizer entsprechend einstellen. Ich muss mich aber nicht darum kümmern, in welchem Bereich muss ich das machen, sondern das macht Audition im Hintergrund. Und das Schöne ist, wenn Sie das Ganze jetzt tatsächlich an den Audio-Engineer weitergeben sollten, der kann mit diesen Effekten arbeiten, weil das ganz normale Effekte sind, die da angewendet worden sind und kann die noch feinjustieren. Hier gibt es unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten im Bereich Dialog, in dem Bereich Musik. Ganz interessant ist das Thema Remix, wo Sie aus einem Musikstück, was 20 Sekunden ist, eine Minute machen können oder etwas, was 3 Minuten ist, 1,5 Minuten, damit es zu Ihrem Video passt. Und Audition macht automatisch Schnittpunkte in dem Bereich und blendet es so über, dass Sie keine Übergänge hören können. After Effects gibt es eigentlich auch nicht viel zu zeigen, weil da keine Effekte dazugekommen sind. Das schließe ich einfach nur mal kurz mit einer Erklärung ab. After Effects letztes Jahr hat eine Runderneuerung bekommen, was die Codebasis anbelangt. After Effects ist ein relativ altes Produkt und alles, was wir da irgendwie versucht haben, in Richtung Leistung mit einzubauen, war immer so mehr oder weniger von hinten durch die Brust ins Auge und meistens hat irgendwas anderes drunter gelitten. Wir haben irgendwie immer versucht, was reinzubringen, Multicore-Prozessor-Unterstützung, dann gab es das Thema Global Performance Cache, dass man schnelle Festplatten als Arbeitsspeicher nutzen konnte und so weiter. Aber alles war irgendwie so, ging einigermaßen. Kam ein neues Kameraformat, was in After Effects unterstützen wollte, hat das alles wieder nicht mehr funktioniert und man musste wirklich hart verdrahten, wieder neu zu kodieren. Dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwie einen Schluss machen, wir müssen da neu anfangen und das haben wir im letzten Jahr gemacht. Wir haben die Codebasis komplett erneuert. Wir haben zwei Dinge gemacht. Wir haben einmal das Darstellen des Programms, des Abspielens, das Zeigen von Video in einem Thread mehr oder weniger und die Engine von After Effects in einem zweiten Thread. Das heißt, wenn ich, ähnlich wie in Premiere Pro, wenn ich irgendwelche Einstellungen in Filter oder Effekte in After Effects anwende, hört das Abspielen nicht mehr auf in After Effects. Das heißt, es spielt weiterhin ab. Das haben wir im letzten Jahr eingebaut. Das ging vorher nicht. Vorher hatte ich nur mit der Maus irgendwo hingeklickt, weil ich ein Material gesucht habe, einen Effekt gesucht habe. Dann hatte das komplette Abspielen gestoppt. Das funktioniert. Das war der Start. Die Performance ist aber deswegen nicht besser geworden. Man konnte zwar ein bisschen kreativer arbeiten, weil ich, während ich was gesehen habe, auch Einstellungen vornehmen konnte, aber wenn ich hinterher aufs Rendern gedrückt habe, ist es deswegen auch nicht schneller gegangen. Und das haben wir jetzt in der jetzigen Version mit eingebaut. Das heißt, wir unterstützen mehr die GPU, bestimmte Effekte werden über die GPU beschleunigt, Import von Image Sequences werden verbessert und auch die Zusammenarbeit mit Cinema 4D Lite, was wir in After Effects mitliefern, ist ebenfalls verbessert worden. Das heißt, es können
animierte Text- oder Formebenen in Cinema übergeben werden, in Cinema verändert werden und werden wieder live in After Effects zurückimportiert und können da wieder in hohen Performance abgespielt werden.